Mein Name ist Johannes Brandl und ich war 2019 am Bundesleistungswettbewerb. Da habe ich den ersten Platz belegt und ich bin 20 Jahre alt. Und nachdem ich da den Leistungswettbewerb gewonnen habe, ist mein Trainer, der Mario Steschnik, auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, bei den World Skills mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, ja, gern. Es gibt noch ein Problem. Ich möchte gern davor noch meinen Masterbrief machen. Einfach nur, damit ich dann nicht nur das zusätzlich habe und meine ganze Energie und Zeit wirklich in das World Skills stecken kann und nicht nebenbei noch was anderes machen muss. Also Ende Oktober nehme ich an die World Skills in Silkeborg teil. Und wir haben eigentlich schon während Corona angefangen zum Trainieren. Es war immer nicht ganz einfach. Wir haben dazwischen drin ein paar Leistungswettbewerbe gehabt. Und das richtige Training ist dann erst eigentlich angegangen im Februar. Da waren wir in Abu Dhabi. Dann haben wir einmal ein Training gehabt in Frankfurt. Dann waren wir vor 3-4 Wochen in Kanada. Und ja, wie gesagt, also eigentlich die Vorbereitungstreffen sind wirklich gut, weil man sehen kann, wo steht man, was muss man noch verbessern, wie gut sind die Gegner, also die Konkurrenz und was muss man auch noch tun, damit man wirklich dann im Oktober auch aufs Treppchen kommt oder einfach mit vorn dabei ist. Ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind für Silkeborg und für die World Skills.